Papa Stein, Stein ist ewig, immer stationär, immer beständig. Doch was, wenn Stein nicht da ist, wo Stein sein will? Miguel, ein guter Stein, landete vor einigen Jahren in diesem Feld. Deine Frau, Familie. Doch etwas stimmt nicht. Los, Miguel, du weißt, was zu tun ist. Miguels Reise beginnt also. Er muss weg, weit, weit weg, zu seiner Bestimmung. Sein Schicksal wird nicht auf ihn warten. Miguel, warum hältst du an? Oh, du erinnerst dich an all das, was du zurückgelassen hast. Deine Frau, deine Kinder. Doch Miguel, du musst weiter. Du musst dein Schicksal erfüllen und die gesamte Welt könnte darunter leiden. Ah. So ist recht, Miguel. Du schaffst es. Du wirst dein Schicksal... Warte. Miguel? Miguel, du bist verheiratet. Miguel, nein. 5 Euro sind doch viel zu wenig. So findet unser tapferer Gutschein also einen Reisepartner. Einen komplett harmlosen, unschuldigen Reisepartner. Oh Gott, Miguel! Nein! Miguel, hör auf! Was tut ihr da? Das ist ein Schuld. Oh Gott! Oh, Miguel, was ist nur aus dir geworden? Du kannst hier nicht bleiben. Das sind die Bullen. Oh Gott! Miguel, lauf! Du kannst es noch schaffen! Oh Gott, Miguel, sie haben Intros! Die machen keinen Scheiß! Lauf! Lauf! Los, Miguel! Los, Miguel! Lauf! Lauf schneller! Du schaffst es, ich glaube an dich! Günther, nein! Ah, Miguel, das ist es. Das ist deine Bestimmung. Bleib ruhig. Hier kommt's. Fick dich, Tobias! Und so endet unsere Geschichte. Miguel hat endlich seine Bestimmung erfüllt. Doch was passiert mit den anderen Steinen?
Was aus dem Polizeistein? Was passiert mit Gisela und den Kieslingen? Das, meine lieben Freunde, ist eine andere Geschichte für eine andere Zeit.